Seht ihr das? Ja, meine Bodyline-Bestellung ist endlich da. So kommt die ganze Sache an. Dann werde ich jetzt mal vorsichtig aufmachen. Ja, ich habe einiges bestellt, hauptsächlich eigentlich nur Socken, aber auch ein paar Schuhe. Diese hier. Die haben auch einen Druckknopfverschluss. Finde ich echt praktisch, weil so kleine Dinger da und offen zumachen, finde ich blöd. Ja, es wird gerade renoviert. Ich hoffe, es hört man nicht allzu sehr. Und der Absatz ist so plateau. Ja, jedenfalls sind die Schuhe. Heute ist sehr cool. Und dann will ich ja gern Art Alice Outfit auch machen. Da habe ich mir diese Tasche dazu bestellt. Das Kleid soll hellblau werden. In der Richtung eigentlich so wie hier. Dann von den Socken her habe ich zwei Paar von diesen blauen gekauft. Weil ich ja dieses babyblaue Kleid habe. Dann habe ich mir zwei Paar Socken bestellt mit Herz, Pik Ass und Karo drauf. Dann habe ich noch welche bestellt mit Herzchen und Schleifchen in Schwarz und in Babyblau. Ja, das war soweit meine Bestellung. Also zu den Socken wollte ich jetzt noch zeigen. Da ist der Rand so. Und sie sind auch wirklich schön lang. Also die gehen mir auch bis zum Knie hoch. Sie riechen leicht, ja, farbig. Mehr nach Mörtel. Mörtel und Zement. So irgendwie. Kann man das sagen? Ja. Mit Waschen, denke ich, ist man mit 30 Grad auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Also da weiß ich ja jetzt noch nicht, wie was wo. Die Socken soweit, meine ich, waren ohne Schuhgröße angegeben. Also die passen auf alle Fälle. Ich habe 39 und es ist immer so die Faustregel, wenn das hier rumgeht, dann passt's und es dehnt sich ja auch noch. Also, ob man natürlich mit 45 reinkommt, ist die Frage. Ja, ich jetzt sind nur an der Seite. Die Herzchen auf der anderen Seite nicht. Ja, also da dann nicht den jetzt rechts anziehen, dann ist es nämlich innen. Da muss man drauf gucken. Der Rand ist hier auch wie bei den anderen Pärchen. Der Rand müsste bei allen gleich sein. Das sind die gleichen Socken, nur in Schwarz. Aha, das riecht nicht so. Dann ist es die blaue Farbe.
Bei den Socken ist es genauso. Da ist auch nur auf einer Seite was drauf. Und der Rand ebenso. Also, man friert bestimmt nicht in den Socken. Die fühlen sich gut warm an. Nicht viel anders wie Kniestrümpfe oder Socken, die ich jetzt auch trage. Und es hat immer noch Schnee draußen, ist immer noch kalt, es taut auch nicht weg. Sind aber auch nichts Neues. Ja, und hier habe ich nochmal die gleichen Socken wie gerade eben. Ja, das war es jetzt zu den Socken. Und ich werde euch noch ein bisschen mehr so Bodylines erzählen. Oder habe ich schon, je nachdem, wie ich die Videos hochgeladen habe. Und dann zeige ich noch schnell die Tasche. Preislich muss man sagen, ist Bodyline eigentlich echt günstig. Da kann man echt nicht meckern. Ja, und die Tasche, wie man sieht, hier ist auch das Logo mit drin, Bodyline. Ist stabil. Natürlich mit allzu schweren Sachen darf man es nicht beladen. Sehr geräumig und sieht dann schick und passend zu einem Alice-Outfit aus. Gianni.